Hier muss ich lang. Nö, noch scheint es nicht nötig zu sein. Wir können nicht anhalten. Zu viele Wachen. Auch nicht sicher, kann ich das Ding aber kaufen. Ja, kann ich. Na, dann mache ich das mal schnell. Wenn wir schon mal hier sind. Boah, wie viele Verstecke muss ich denn jetzt abgehen? Das würde ich ja gerne mal wissen. Lass uns weiter marschieren, mein Freund. So, Moment, hier kommen, glaube ich, gleich Wachen. Einen Moment. Alles in Ordnung. Soweit, die sind da hinten. Das heißt, die kommen mir nicht in die Quere. Moment, hier könnte es jetzt lustig werden. Da unten sind auf jeden Fall einiges an Wachen. Da sind Wachen, die sind mir aber herzlich egal. Hier kann ich nicht lang, also muss ich hier hin. Bleibt hier. Los, meine Assassinen! Alter, kommen auf einmal so viele. Was ist denn hier los? Na, wir holen einfach noch ein paar Assassinen dazu und dann haben sie das Ding noch aber geritzt hier. Bleibt dran. Cool, dass ich die habe auf jeden Fall. Das ein oder andere Mal sind die doch ziemlich nützlich. Verdammte Briefe! Ich hätte sie dem Botschafter nie schicken dürfen. Jetzt wird Cesare mich umbringen. Benvenuto im Haus meines Bruders Francesco. Er ist zum Glück nicht hier. Wir haben nicht gesprochen, seit er von den Briefen weiß. Was wolltet ihr noch gleich? Cesare ist Bankier. Genau. Ich muss ihm das Geld bringen. Nur leider habe ich kein Geld. Das wird sich einrichten lassen. Ihr trefft den Bankier? Wo? Das weiß ich erst, wenn ich da bin. Ich gehe an einen von drei Orten. Seine Freunde bringen mich dann zu ihm. Ich bringe euch das Geld, das ihr ihm schuldet. Sul serio? Ihr müsst damit aufhören. Ihr macht mir beinahe Hoffnung. Dafür bin ich da. 3000 Florin habe ich doch. Kein Thema. Hier. Junge, ich hab dein Geld. Ich kann nicht glauben, dass ihr das für mich tut. Es gibt eine Bedingung. Ich wusste es. Behaltet die Politik der Stadt im Auge. Ich möchte, dass ihr Maria in der Rosa in Fiore von allen erzählt, die den Borgia helfen. Und dann lasst ihr sie verschwinden? Dieses Pezzo di Merda mag mich hassen, aber er ist Familie. Va bene, wir gehen. Ich folge euch zum Bankier. Ich denke mal, das heißt ein Stück Scheiße, weil dem Senator folgen, der seine Rückzahlung zum Bankier bringt. Während der Verfolgung des Senators nicht entdeckt werden und nicht den Boden berühren. Na, Hammer. Moment. Ich hab den Boden schon berührt. Haha, verloren. Also, ich vermute, Waschta Pazzi, Pazza Pazzi de Merda heißt Stück Scheiße, weil im Französischen Merde ja Scheiße heißt. Man muss da mal so ein bisschen Assoziation ranziehen. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt, weil ich kann kein Italienisch, aber ich denke mal, das wird schon hinhauen. Ein Stück Scheiße. Okay, sie ist aufgestiegen, neues Level oder so, glaube ich. Also eine meiner Assassinen. Ich habe ja fast nur Frauen am Start. Video, seid ihr nun doch bereit, wie ein Ehrenmann zu sterben? Ich habe das Geld. Oh, das ist was anderes. Der Bankier wird erfreut sein. Seid ihr allein? Habt ihr sonst jemanden gesehen? Kommt mit, Klugscheißer. Habt ihr irgendwas von meinem Bruder Francesco gehört? Kommt mit, Klugscheißer. Er kümmert sich um ihn. Ich hoffe, er ist wohl auch. Ja, wunderbar. Und? Moment. Wo kann ich denn die Armbrust auswählen? Genau da. Geld machen? Der Bankier behandelt seine Freunde gut. Wie großzügig er ist. Was sagtet ihr? Voll geil. Jetzt kann ich so ein bisschen snipermäßig rumballern, ohne dass die mich erkennen. Ohne dass die auf meine Spur kommen, das ist ja das Wichtige daran.
Und ich muss trotzdem mal ein bisschen immer aufpassen, ob hier irgendwo Leute sind. So, wo geht ihr lang? Ihr geht da lang. Also da lang. Wo geht ihr jetzt lang? Ich muss immer auf Zack sein. Verdammt, das Ding war scheiße. Das war jetzt richtig dämlich. Obwohl. Nein, du bist doch ein Trottel, Ezio. Du warst doch da drauf. Warum bleibt ihr denn jetzt hier stehen? Geht doch mal weiter. Ja, das war scheiße. Verdammt! So. Ich liebe die Armbrust. Leiser als die Pistole und tödlicher als das verkackte Messer werfen. Optimal für einen Assassinen. Ah, Mann, das ärgert mich jetzt, dass ich da auf den Boden gekommen war. Dumm, der hätte einfach nur draufbleiben müssen und gut wäre gewesen. Aber nö, Ezio. Natürlich nicht mit dir, ne? Oh, ich glaube, das war jetzt auch das. Ah, ja, gut, das ist eh egal. Jetzt ist das eh Schnubbe. Aber jetzt war ich eh auf dem Boden. Moment, hier ist einer. Und ich kann dabei laufen, das ist natürlich auch cool. Wo seid ihr denn jetzt? Hallo? Seid ihr schon weitergelaufen? Ihr kleinen Rabauken, da unten seid ihr doch. Ich sehe sie doch, hallo. Dumme Uhr, ey. Hört, hört. So, wo lang gehen? Die gehen da lang, also gehe ich auch da lang. Aber ich wurde zumindest noch nicht entdeckt. Dann wäre es nämlich wahrscheinlich auch sowieso vorbei. Die ganze Chose. Na? Ich stehe direkt neben ihm. Ich schieße ihn trotzdem in die Schulter. What? Oh, verdammt. Ich muss hier rüber kurz. Damit ich hier hochkomme. Und mich an den da vorbeischleichen kann. Ich kann ihn nicht anvisieren, schade. Dann guck mal hier runter. Ja, so schön, damit ich wieder neue Zeit habe. Ach komm, jetzt lass mich dich doch mal anvisieren da hinten, du. Mongo. Mongo, Mongo. So, du bist auf jeden Fall da hinten, komm. Lass mich dich töten. Wo seid ihr denn? Ihr lauft da weiter. Oh. Verdammt. Warum? Scheiße. Halt's Maul. Ach so. Seid ihr da am Ziel? Oder geht ihr da noch rein? So, jetzt müsste ich da sowieso auf dem Boden der Tatsachen. Ah, nee, das war's schon. Sehr gut. Hat bezahlt. Gut, gut. Der Bankier plant einen besonderen Abend. Ich werde ihm das Geld überbringen. Gebt es her. Festhalten, bis ich zurückkomme. Nur nicht das Geld aus den Augen verlieren. Oh ja. Warum kann ich nicht gehen? Ich habe bezahlt. Pantheon über das Dach infiltrieren. Wie komme ich denn jetzt hier so easy aufs Dach? Gar nicht. Ich muss auf jeden Fall hier hin und hier irgendwie hochklettern und dann versuchen aufs Dach zu gelangen. Warum dauert das so lange? Könnte ja eine spannende Sache werden. So, Moment. Ich kann doch rein theoretisch. Ah, ich habe da auch den Sprunghandschuh wieder. Das heißt, ich kann auch springen. Moment, spring mal hoch. Aha. So wird da nämlich ein Schuh drauf. Wieso kann Ezio da nicht hoch? Kann mir das mal einer erklären manchmal. Manchmal verstehe ich den Ezio Auditore nicht so ganz. Von allen Kunden des Bankiers zählen. Hat er das nicht schon getan? Er hat es wohl nicht aufgeschrieben. Das könnte dann wohl eine Weile dauern, wenn er das ganze Geld des Bankiers zählen muss. Leck mich am Arsch. Das ist bestimmt viel. Fuck. Ah, hier kann er sich doch festhalten. Ezio, du kleiner Schlingel, du.
Und da bin ich. Ohne bemerkt zu werden, die Wache töten. Na, das kann jetzt lustig werden. Und das könnte auch eine Weile dauern, merke ich gerade. Ezio muss sich ja... Ey, oh Scheiße, der ist ja eigentlich voll stark, ey. Der kann sich nur mit seinen Armen da festhalten und klettern. Finde ich schon echt krass. Und jetzt den Senator kalt machen. Oh, shit. Runter mit dir, Ezio. Kann ich die von hier schon töten? Nein, natürlich nicht. Super. Oh, doch. Dann... Auf Wiedersehen, mein Freund. Ja, leider habe ich ja den Boden berührt. Das war ein bisschen ärgerlich. Aber sonst... Alles in Ordnung da drin? Wir müssen gehen, Luigi. Wir sind spät dran. Ah, ich verkleide mich mal wieder. Ja, ich bin der erste Luigi. Mario hatte keine Zeit. Er war ausgebucht. Ist die Zählung beendet? Va bene. Tötet ihn. Nein. Glück gehabt. Luigi sagt, er bleibt am Leben. Wenn Luigi das sagt, kann Mario nichts machen. Geht voraus, Capo. Der Capo ist der Boss von denen. Zu Gast in Rom. Als Träger der Truhe verkleidet, die Wachen zum Bankier führen, ohne entdeckt zu werden. Die Reaktionen der Wachen können helfen, den richtigen Weg zu finden. Okay. Ach toll, ich muss das Ding auch noch einfach suchen. Super. Ich hoffe, die lassen uns mit rein. Ich habe keine... Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Ah, das ist gut. Ich laufe. Jetzt sind wir hier fertig. Einfach mal weiter. Wir sind auf Kurs. Oh, warum muss denn jetzt immer im Hintergrund... Jetzt machen wir Zeit gut. Ah, das finde ich schön. Ist hier richtig oder müsste ich da lang? Hier wahrscheinlich ist schon gut. Er hat vergessen, wo es lang geht. Hier lang? Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Ja, habe ich ja gewusst. Ich wollte euch mal testen. Ich schätze mal hier lang. Jetzt machen wir Zeit gut. Supi. Und hier lang oder da lang? Signore, geht es euch gut? Ja, ist jetzt alles super. Sind wir auf dem rechten Weg. Alle dufte, Junge. Glaubst du, ein Spaziergang durch... Jetzt! Bald mischen wir uns unter die Feier. Okay, ich verstehe, die... haben ein bisschen Misstrauen, wenn ich falsch gehe. Ich hoffe, die lassen uns mit rein. Nein. Signore, geht es euch gut? Ja, ist alle... Jetzt machen wir dufte, mein Freund. Ich muss ja erst mal gucken, wie er ist. Hey, wann denkst du, haben ihre Frauen das letzte Mal die Beine für ihre Impotenz? Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Okay, ich laufe einfach hier geradeaus. Gleich sind wir da. Wie lang? Ihr müsst mir ein bisschen Feedback geben, Jungs. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Signore, geht es euch gut? Ja, ich weiß, dass wir hier lang müssen. Auf Kurs. Alles gut, alles gut. Ich möchte eure Autorität nicht untergraben, aber wir sollten jetzt... Gehen. Ja, ich bin doch auf dem Weg, Mann. Macht doch keinen Sinn. Wieso nicht? Fuck, ich bin hier falsch, okay. Ich komm zurück, Jungs. Ich bin wieder bei euch. Er hat vergessen, wo es lang geht? Ja, irgendwie schon. Da muss ich doch lang. Hab ich's mir doch gedacht. In die falsche Richtung. Nee, das ist auch falsch. Aber wollt ihr mich hier gerade verarschen? Ich möchte eure Autorität nicht untergraben. Ein Spaziergang durch die Stadt ist nett. Wo gehen wir hin? Die wissen selber nicht, wo es lang geht, die Arschbacken, ey. Ohne Witz. Selber ein bisschen verwirrt, die Burschen. Der Weg, den ihr einschlagt, ist sehr... Jetzt sind wir auf der Interkontant. Ich werde es in 3 Minuten niemals schaffen, ey. Nicht mit den Spacken als Wegführer. War ich denn schon? Ich weiß auch nicht, wo wir hingehen. Ich hoffe, die lassen uns mit rein. Ja, wenn die mich da irgendwo hinführen, wo ich gar nicht hin muss, ja. Wir sind fast da. Muss ich jetzt hier lang oder über die Brücke? Jetzt machen wir Zeit gut. Okay, scheint richtig zu sein. Die falsche Richtung? Ja, warten nu. Der eine sagt, oh, jetzt machen wir Zeit. Sind wir auf dem Recht. Bald mischen wir uns unter die Feiernden.
Dann gehe ich einfach mal hier über die Brücke. Kommt doch mal mit, Jungs. Wo seid ihr denn? Ach, ihr seid hinter mir. Sind wir hier fertig. Wo muss ich denn bitte hin? Also wer euch als... Ach, das war schon. Okay. Gebt mir die Kiste, Luigi. Ich bringe sie zum Bankier. Tretet ein. Tretet ein. Wir dürfen nicht rein? Ihr schiebt Wache auf Befehl Cesares. Porca puttana. Cesare? Er ist hier? Luigi wurde ermordet. Wir fanden seine Leiche am Pantheon. Luigi? Oh. Der ging gerade Verdammt. Rein. Rein und raus. Dem Geld zum Bankier folgen, dem Bankier eliminieren und dann fliehen. Den Bankier unbemerkt von einer Bank aus eliminieren, okay? Ich muss dafür erstmal unbemerkt hier bleiben. Und dann läuft das. Dann bin ich da eigentlich zuversichtlich. Der Bankier ist hier. Darf ich die anheuern? Möchte euch an? Ach, Mädchen. Ja, meine wunderschönen Frauen. Ich brauche nämlich 4 Stück. So schaut's aus. Ich folge euch ganz unauffällig. Ihr könnt mich sowieso nicht sehen, weil ich bin ja hier inkognito. Wir fertigen Werkzeuge für das arbeitende Volk. Finde ich gut. Ich brauche aber im Moment nichts. Jetzt werden wahrscheinlich 2 weg. Warum gehen da 2 weg ohne Spaß? Das ist, ups. Geh mal weiter. Kommt mal schneller, meine kleinen Nüden. Okay, da hinten gibt es nochmal welche. So, ihr lenkt die ab. Habe ich mir doch gedacht. Schau mal hier durch. Oh, verdammt. Jetzt sind gleich alle weg. Alter. Machen wir mal hier raus jetzt. Okay, die sind jetzt... Ah, das hättest du wohl gern, wa? Geht mal mit dem da mit. Ihr beiden lenkt die da ab und jetzt muss ich gucken, wie ich weiterkomme. Verdammt, lass mich weg hier. Scheiße. Fuck deine Bitch, warum haben die mich auf einmal entdeckt? Ich stand doch da im Schutze der Kurtisanen. Warum haben die mich entdeckt, die kleinen Spacken, ey? Ohne Scheiß, das ist doch Kacke. Kacke. Warum sind jetzt die weg? Na, das ist noch viel tollerer als nur toll, das ist am tollsten. Hallöchen. Alter, die sind überall verpisste Wachen. Das ist auch der Sinn daran. Mein Problem ist, ohne Nutten, ohne Kurtisanen natürlich, wird das schwer. Aber ihr tragt sie doch in euren starken Armen. Wollt ihr mal anfassen? Und was sage ich dem Priester? Wollt ihr mal anfassen? Herr Grützi, wollt ihr mal anfassen, ey? Die kleinen Schlawiners da. Da hat mich einer entdeckt, verdammt, ich muss hinter das Haus, schnell. Gibt's hier auf dem Dach Wachen? Bestimmt, aber ich gehe jetzt trotzdem mal hier hoch. Ich kann die ja zur Not immer noch mit meinen... da jetzt bin ich hier hochgeklettert, hier muss ich gar nicht hoch, das ist doch scheiße. Da habt ihr mich aber ganz schön verarscht, wenn ich das mal so sagen darf. Ich muss ja in die Richtung. Wir sind überall Wachen. Hallöchen. Oh, hier gibt's aber wieder Kurtisanen. Kommt mit, Mädels. Meine Schöne, komm zu Papa. Geld für euch, Bankier. Ich nehme das. Der sieht aus wie ein Baby. Und das. Weggetreten. Wo ist nur mein Geldbeutel? Honoratissima. Willkommen auf meinem Fest. Ich bin Juan Borgia. Cesare spricht gleich im großen Saal, Eccellenza. Komm.
Das ist also der Bankier. Ja, ist ja voll unauffällig, dass auf einmal die Truhe fehlt.